Willkommen zurück zu einer neuen fatalen Folge Until Dawn. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wieso fatal? Leider war mein Savegame kaputt. Ich musste eben gerade 4,5 Stunden nochmal an den Punkt spielen, an dem wir uns gerade befinden. Ich war mega angekotzt, weil sowas nervt natürlich extrem. Aber eine Sache hat sich geändert. Ich habe alle Entscheidungen exakt so getroffen wie im Let's Play, aber eine Sache hat sich geändert. Und zwar die Stelle, wo wir uns mit Sam verstecken. In der letzten Folge, wo der Killer uns jagt. Da habe ich stillgehalten mit dem Controller und der Killer hat mich nicht entdeckt. Sam wurde nicht gefangen genommen. Aus irgendeinem Grund hat es da mit dem Controller funktioniert. In der Aufnahme hat es eben nicht funktioniert. Und jetzt spucken wir auf Emily. Und ihr da draußen, ihr dürft bewerten, denn so unterstützt ihr mich und lindert ein wenig den Schmerz in meiner Brust. Was zur Hölle ist dein Problem? Ich? Was? Warum bist du immer so scheiße zu mir? Tut mir leid, das war nicht so gemeint, ehrlich. Von jetzt an behandelst du mich wie einen Menschen, sonst bin ich weg. Kapiert? Ja. Sag es. Was? Sag, dass du mich wie ein menschliches Wesen behandelst. Ich behandle dich wie einen Menschen, wie ein menschliches Wesen, okay? Du verdienst es. Du verdienst es. Danke. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Na, ich bin weg, Baby. Ich werde springen. Oh. Matt, scheiße! Ich versuche nur, den sichersten Weg zu dir zu finden. Du Idiot, jetzt hol mich endlich weg von hier! Oh. Matt, rette dich selbst, sie wird sich nie ändern. Scheiß auf Emily, die ist einfach nur beschissen. Emily! Kumpel, Glückwunsch, du hast deine Eier zurück. Herzlichen Glückwunsch. M hat nur genervt und am Ende hat sie mich wieder beleidigt. Die wird sich nie bessern. Die ist einfach nur scheiße. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Also wie gesagt, Sam wurde... Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Nicht vom Killer geschnappt. Ich habe dieselbe Entscheidung getroffen, aber der Controller hat funktioniert. Tja, was soll ich dazu sagen? Kann man nichts machen. It is like it is. Was haben wir hier drüben? Irgendwas hat doch eben gerade geblinkt, oder? Hier? Warum blinkt der Knauf so merkwürdig? Okay. Ob wir jetzt Sam finden können? Ich weiß gar nicht, was bei meinem ersten Durchgang war. Ich glaube, da wurde Sam auch vom Killer erwischt. Aber ich bin mir nicht genau sicher. Schwer zu sagen, Freunde. Okay, alle Türen sind zu. Wir sind blutverspritzt, total am Ende und traumatisiert. Aber in einem Stück. Und zusammen. Das ist halt der wichtige Punkt. Man muss in so einer Situation zusammenbleiben. Chris, was habe ich ihm gerade gesagt? Was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp. Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Das Bild haben wir doch schon, oder? Ja, mit seinen hübschen Schwestern. Die kranke, wahnsinnige Familie. Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Sieh mal hier! Chris, Scherben. Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Oder ist umgefallen. Weil wir wissen ja, hier im Kino
traf Sam auf den Killer nach einer gruseligen Vorstellung und ist dann hier in die Richtung gerannt. Was soll das? Ein fucking Spukhaus. Das ist so abartig. Ja, und jetzt? Das ist wirklich gruselig. Das ergibt doch gar keinen Sinn alles, oder? Ich meine, irgendjemand spielt hier ein perverses Spiel mit uns. Und führt uns. Und lenkt uns wie Marionetten. Warte kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Chris ist ein Held. Ashley ist irgendwie auch so ein richtiger Feigling und irgendwie eine Egoistin. Aber ja, sie hat was gesehen. Und nein, es war nicht Sam, denn was auch immer sie gesehen hat, wenn es ein Geist gewesen ist, er hatte schwarze Haare oder dunkle Haare zumindest. Moment, hier sind wir durchgegangen, okay. Hier sind wir durchgegangen. Hier ist nichts. Tja, dann gibt es wohl nur noch diese Tür hier und der Weg nach unten. Keine der Türen funktioniert. Fantastico. Chris, zusammenbleiben. Niemand hört auf mich. Haben wir hier unten Nebel? Welcher Keller hat denn Nebel? Hört ihr das? Das fucking unheimliche Spieluhr. Das kann doch nicht wahr sein! Was zur Hölle ist denn hier los? Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du dran gestoßen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an und dieses Gespenst oder Ashley, was immer es war. Du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Oh, erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Da, Chris. Ja, und das macht mir Sorgen. Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Das ist unheimlich. Das ist wirklich unheimlich. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Will man damit spielen? Das ist doch die Szene. Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du es nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Oder wie Beth. Scheiße, Ash. Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Ich will es gar nicht rausfinden. Ich würde einfach wieder
raus. Ich würde einmal rufen, Sam, bist du da? Nein, gut, dann ich gehe jetzt wieder raus aus dem unheimlichen Horrorkeller. Dankeschön. Was haben wir hier? Moment. Das ist doch der Weinschrank, das Weinregal, das wir umgeworfen haben, um an den Knauf zu kommen. Und auf der anderen Seite ist Sam. Hier ist kein Griff dran. Sackgasse. Holy shit, Chris ist ganz schön gefestigt. Dafür, dass er eben gerade seinen besten Freund zersägt hat. Und sie ist total fertig mit den Nerven. Die bekommt gar nichts mehr auf die Reihe. Alles klar, dann, ja. Jedenfalls, die Szene im Puppenhaus ist die Szene am Anfang, wie Hannah eben bloßgestellt wurde. Irgendjemand führt uns hier. Das sind doch keine Zufälle. Ha, na bitte. Oh mein Gott. Da, da, Chris, jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast. Siehst du? Das ist, Du siehst es, du! Ich weiß nicht, ich... Das ist völlig verrückt. Er rennt direkt los. Das zeigt uns den Weg. Er rennt direkt los, also man muss ihm eine Sache lassen, er hat ganz schön Balls. Er hat richtig harte Balls, der Junge, oder? Das Puppenhaus, ja? Oh, das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Wie, was? Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. What the fuck? Das ist Hannahs Tagebuch. Mom hat endlich ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse die Warterei. Bis jetzt habe ich Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Okay, die war aber schon ein bisschen besessen von Mike. OMG. Oh my God. Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Smiley. Juhu, morgen Wenn steigt die Party. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Ich muss aufhören, an ihn zu denken. Denn meine Vajacha wird ganz feucht. Oh, Mike. Was war das? Das kam von da hinten. Aber Chris war doch gar nicht dabei, als Hannah verarscht wurde. Der war doch unten in der Küche mit Josh total besoffen. Oder liege ich da falsch? Ja. Beth war unten in der Küche. Josh und Chris waren auf der Theke. Ashley war anscheinend mit dabei. Also ist Ashley auch eine blöde Fotze. Entschuldigung. Aber die arme Hannah, es war schon echt eine miese Nummer. Ich meine, das sind Teenager. Wenn so eine Nummer mit Teenagern abgezogen werden, dann sind die traumatisiert. Zumindest für 2 Wochen. Und sie war zu blöd und ist in den Wald gerannt. Bei Schnee. Bei einem fucking Schneesturm. Oh! Okay, das war schon eindeutig Geist. Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren?
Industrieglühbirnen? Feinste Technik oder wie oder was oder wie? Da will jemand shoppen. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Das ist Scooby-Doo-Shit. Das ist definitiv Scooby-Doo-Shit. Die Schere würde ich mitnehmen. Top-Waffe. Kann man brauchen, um jemanden abzustechen. Alter, irgendjemand filmt das Ganze hier. Chris? Eine versteckte Kamera. Ich würde sie mir angucken. Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet. Besser? Fick dich ins Knie! Das ist besser. Ich hätte mir angesehen, was drauf ist. Sag mal, seid ihr blöd? Der hätte ein Hinweis drauf sein können auf den Typen. Der hätte ein Hinweis drauf sein können. Vielleicht zu Sam. Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Shit! Der ganze Keller sieht aus wie geleckt. Keine Ratte, kein Ungeziefer und dann so ein Puppenkopf irgendwie voll mit Schaben. Was war das? Huh? Wo ist Sam? Die müsste doch irgendwo hier unten sein. Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Genau da. Ich glaube, ich will nicht weitergehen. Wo in aller Welt sind wir hier? Ja, das würde ich gerne mal wissen. Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ja, aber was genau ist das denn hier? Das ist nicht die Irrenanstalt, das ist kein Teil der Mine. Das ist ein komplett anderes Hotel. Also als hätte man die Lodge über einem alten Hotel gebaut. Das alte Indianerhotel. Und hier müsste irgendwo Sam sein. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du es wärst... Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Ja, definitiv. Kann man. Aber Chris war doch gar nicht beteiligt. Und Hannah ist, wie gesagt, bei einem... Ja, Schneesturm vielleicht jetzt nicht, aber bei miserablem Wetter. In die Eiseskälte, in den Wald hinausgerannt. Also da muss man schon ein bisschen blöd für sein. Was ist das hier? Zeitung. Hey, die hier... Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Die sind wirklich fake, aus dem Jahr 2014. Aber wieso? Eine Requisite für einen Film oder sowas? Ich meine, wir wissen, der Vater war Regisseur. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich habe genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley. Ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich habe nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Aber woher wollen die wissen, dass Sam möglicherweise hier unten ist? Sie könnte doch auch genauso gut oben sein.
Versteckt in einem Schrank oder sowas. Ich meine, die gehen straight in den Keller und gehen immer tiefer rein, also... Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Schaut euch mal das hier an. Chris, ich habe wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen, verängstigt und beobachtet uns, als wäre es ein krankes Experiment. Wow, das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja, oder? Ja klar, wir sind Ratten in einem Labyrinth. Ey, nicht nach oben, nicht nach oben, Süße. Nicht nach oben. Okay, hier geht's irgendwo durch. Und was ist hier drüben? Ach, hier kann man gar nicht weiter aus irgendeinem Grund. Was ist das hier? Eine Batterie? Batterien und Timer, TV und Lights. Also jetzt wissen wir, dass jemand das Ganze hier inszeniert. What the fuck, Alter, was ist das hier für ein ewig langes Gebäude? Okay, Moment. Bevor wir da lang gehen, gehen wir erstmal hier hin, denn da könnte noch ein Totem sein. Wollen wir uns diese Puppe nicht näher ansehen? Tja, anscheinend ist da kein Totem. Freunde! Panik im nächsten Raum. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Ich auch. Lasst eine Bewertung da und beim nächsten Mal werden wir erleben, was da drüben auf uns lauert. Danke fürs Zusehen, bewerten, bis zum nächsten Mal und tschüss!